Eine neue Folge MT5, heute mit den neuesten Informationen zu unserem aktuellen Turnier Schlacht in den Kriegslanden. Viel Spaß dabei! Ja, es sind noch 10 Tage, in denen man sich anmelden kann und einige haben sich auch schon angemeldet. Wir haben aktuell 4 Neueinsteiger dabei, die also bei den ersten beiden Turnieren noch nicht dabei waren. Das freut mich riesig und wir haben damit sogar aktuell mehr Neueinsteiger als welche, die schon dabei waren. Das freut mich echt, denn es gibt ja doch irgendwie immer so ein bisschen eine Hürde, ein Turnier und so und das ist ja ganz ernst und ich hoffe, dass das vielleicht auch zeigt, dass nicht nur Leute dabei sind, die irgendwie jeden Abend spielen, sondern halt auch einfach Leute, die mal mit anderen Leuten in Kontakt kommen wollen, die auch noch nicht alle Regeln kennen. Und wir versuchen euch da ja auch, wenn ihr Neulinge seid, möglichst gut zu unterstützen, dass ihr das Volk von eurem Mitspieler in der Runde immer schon direkt am Dienstag gesagt bekommt, sodass ihr dann, wenn ihr am Ende der Woche spielt, ein paar Tage habt, um euch das anzuschauen. Der Abo und ich als Spielcoach sind auch dann immer bereit, mit euch mal die Regeln durchzugehen, entweder von dem Volk von dem Mitspieler oder auch von einem Volk, das ihr gerne mal ausprobieren möchtet. Und ich finde, so ein Turnier sehe ich halt immer als Gelegenheit, einfach mal wieder zum Spielen zu kommen. Ne? Dadurch, dass man halt einmal pro Woche spielen muss, macht man das dann auch. Und das ist eigentlich immer so mein Anreiz, beim Turnier mitzuspielen. Worüber ich aber eigentlich heute mit euch reden wollte, sind die Preise. Und da, wie gesagt, es mir wirklich darum geht, einfach möglichst viele mit dabei zu haben und dass alle Spaß haben, kriegen auch nicht irgendwie nur die ersten 3 Preise oder so, sondern jeder bekommt etwas. Und zwar, Trommelwirbel, einen schwarzen Fraktionsbeutel. Bei den schwarzen Würfelsets sind ja normalerweise keine Würfelbeutel dabei. Deswegen habe ich jetzt so schöne schwarze bestellt und ich habe mit Burja und Adrian abgesprochen, dass ich die Symbole verwenden darf und dann kann sich jeder Spieler einen Würfelbeutel zu einer Fraktion aussuchen und bekommt den dann per Post zugeschickt. Das Bild hier ist nur mit dem Computer bearbeitet, denn ich wollte erstmal einen Testlauf machen, bevor ich irgendwie 200 Sticker zum Aufbügeln bestelle. Und habe das dann erstmal mit meinem MT5-Logo gemacht. Und wie ihr hier seht, war das vielleicht auch gar nicht so schlecht, da der erste Versuch recht daneben gegangen ist. Aber schon beim dritten Versuch war das in der Qualität, die ich okay fand. Und genau, ich werde jetzt, wenn die Teilnehmer feststellen, die halt befragen und dann kann sich jeder eine Fraktion aussuchen. Und dann werde ich die Aufbügelsticker bestellen für die Fraktion und dann das entsprechend hier zusammenbügeln. Ich habe da ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit. Und das dann an euch verschicken. Ich hoffe, das ist schon mal eine Sache, die ihr cool findet und wo ihr dann auch was mit anfangen könnt. Und gibt es halt auch wirklich nur hier beim Turnier, da quasi selber hergestellt. Und wir haben auch noch ein paar andere Ideen, aber dazu später mehr und erstmal jetzt noch ein paar Leute anmelden und mit Spaß haben. Das würde mich riesig freuen und bis dahin wünsche ich euch auch so bei euren Spielen viel Spaß.